So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit Call of Duty Black Ops Cold War, dem Multiplayer und hier der neuen Map Raid, die mit Season 1 dazugekommen ist. Aktuell gibt es dazu auch eine 24/7 Playlist, aber das kann auch sein, wenn ihr das Video seht, dass die Playlist dann wieder weg ist. Ja, und Raid ist eine der beliebtesten Maps, die jetzt wieder zurückgekommen ist. Für viele Fans von Black Ops oder generell von Call of Duty ist das natürlich eine Map, die sehr, sehr beliebt ist. Wir spielen sie jetzt hier in Abschuss bestätigt und das Schöne, finde ich, an Treyarch ist auch, dass sie die Map eigentlich nicht verändern. Also bei Modern Warfare war es ja so, dass klassische Maps zurückgekommen sind, aber die haben sich dann verändert. Die wurden dann vom Layout ein bisschen angepasst an manchen Stellen und das hat dann den Leuten nicht so gefallen. Hier jetzt ist es so, dass sie die Maps eigentlich fast unberührt lassen. Sie machen natürlich die Texturqualität und alles richtig hoch auf den neuen Standard, was das Spiel unterstützt. Und das sieht dann einfach noch besser aus. Aber vom Layout her und so bleibt alles eigentlich wie es ist. Und viele Positionen auf der Map und die ganzen Orte, die man eben schon kennt aus früheren Zeiten, wo man das gespielt hat, auch die kann man hier wieder erkennen. Ja, die ganzen Laufwege, alles ist so wie vorher. Die ganzen Sachen, die an der Ecke hängen oder die Pflanzen und so weiter. Man erkennt wirklich alles wieder und das macht das Ganze dann noch besser und spaßiger, weil man einfach sich die ganzen Positionen wieder sehr schnell merken kann. Das kommt alles dann so langsam wieder zurück und man denkt dann so, okay, aha, da war ich früher, da habe ich mich versteckt oder da war ich oder hier kommen Gegner oder dort sind manchmal Gegner, ja, sich am Verstecken. Finde ich richtig gut. Jetzt hier im Abschuss-Bestätigt-Modus ist es natürlich ein bisschen so, dass die Spawns immer wieder mal dann flippen und sich drehen und dann muss man sich immer sehr oft anpassen, was jetzt bei Herrschaft oder anderen Modi dann nicht so krass wäre. Aber hier ist es dann eben so, dass man da schon öfter gucken muss, dass man nicht von hinten erwischt wird, wenn der Spawn flippt. Und ansonsten finde ich die Map aber richtig gut. Also die ist vom Aufbau her super. Die ganzen Deckungsmöglichkeiten, die es hier gibt, sind cool. Es gibt jetzt hier nicht so viele Headglitch-Positionen, habe ich das Gefühl. Was ich persönlich gut finde, denn Black Ops oder generell die Black Ops-Spiele sind ja immer so oder tendieren immer dazu, dass sie sehr viele Headglitch-Positionen haben. Und das finde ich immer ziemlich schade, weil das dann irgendwie halt den Spielspaß kaputt macht, wenn dann ja, jeder zweite im Gegnerteam irgendwo bei einer Headglitch-Position steht. Aber ansonsten einfach eine super Map. Also ich denke mal, die wird sehr vielen Leuten richtig viel Spaß machen und viele Leute werden an der Map ihren Gefallen finden. Und es wird natürlich auch viele neue Leute geben, dann die Map zum ersten Mal spielen werden. Was ich auch ganz cool finde. Jetzt hier an der Stelle, wo ich bin, da sind natürlich immer wieder mal Gegner. Oder auch auf der anderen Seite drüben dann an dem Fenster in dem Büro. Aber ansonsten kann man eigentlich auch sehr viel außenrum gehen, flankieren. Da gibt es sehr gute Wege, dass man das machen kann oder hier durch die Mitte dann durch, um die Gegner von da zu erwischen. Und wenn man hier in dem Raum ist, ist es natürlich gut, wenn man da eine Mine legt oder irgendwie eine Gasmine und so weiter, dass wenn jemand reingeht, dass er dann erstmal aufgehalten wird oder eventuell von der Mine dann auch getötet wird. Und es ist auf jeden Fall eine Map, die mir persönlich sehr gut gefällt vom Design und es ist auch eine Map, die ich zu meinen Favoriten zähle aktuell bei Cold War. Ich bin klar gespannt noch, was sie da noch reinbringen werden, also welche Maps noch kommen werden oder welche Klassiker sie zurückbringen. Ich denke mal, die Auswahl ist da sehr groß und wenn sie aufs Fan-Feedback hören, dann wird da einiges noch kommen. Die Maps, die dann zurückkommen werden, zum Beispiel Jungle oder so, würde ich richtig feiern, wenn die zurückkommt. Das denke ich, werden sie dann nach und nach machen. Sie werden es ähnlich verfolgen wie Modern Warfare, denke ich, dass sie dann immer wieder eine klassische Map reinbringen und dann ein paar neue Maps. Und es ist immer schwierig, dann die neuen Maps zu mögen, weil die neuen Maps halt noch nicht so vertraut sind und man noch nicht so alles kennt. Aber trotzdem ist es ja dann cool, diese Maps dann zu kriegen. Jede Season immer wieder richtig viel Content, auch jetzt diese Season. Season 1 ist wirklich vollgepackt mit Content. Also hier gibt es richtig viel. Nicht nur im Zombie-Modus, sondern auch in Warzone.
Und dann Rebirth Island, also da ist so viel dazu gekommen, man hat da echt richtig zu zocken. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was sie da sich noch einfallen lassen. Hier oben in dem Raum, das sind auch immer wieder Leute. Ich habe jetzt halt gedacht, dass die da reinkommen und ich dann den einen oder anderen wegkriege. Die haben es aber dann gewusst, dass ich da bin. Jetzt haben wir hier den einen noch erwischt. Aber ihr seht hier die ganzen Häuser und so. Es laufen nicht immer welche hier rum, weil viele sich halt auch hinten in den Häusern dann vercampen oder dort warten. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Aber trotzdem geht es eigentlich schon ganz gut, wenn man dann einigermaßen gutes Team hat, die dann mithelfen. Hier muss man auch immer aufpassen, wenn man da gegenübersteht. Das sind oft sehr viele Sniper und die schmeißen dann meistens auch Granaten. Da wird es dann auch manchmal ein bisschen brenzlig, wenn da die Granaten einem ins Gesicht fliegen. Und hier links kann man dann noch im Wasser schwimmen. Das ist auch ziemlich cool. Denn man kann ja auch in Black Ops dann vom Wasser aus die Gegner töten. Und manchmal rechnet da einer nicht damit. Und dann kriegt man den noch. Was eine sehr coole Alternative ist zum normalen Schießen, wenn man dort in der Gegend ist. Dann hier hinten rum, wenn man geht, das sind dann viele Autos. Da kann man noch in Deckung gehen. Ich denke mal, hier werden dann öfter mal die Leute auch flankieren. Dann, wenn man rechts gegangen wäre, wäre man zur Treppe hochgegangen. Ich gehe dann meistens hier rum, um dann dort den Minen zu entgehen, die da oft stehen. Und jetzt ist da auch einer drin. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich von der Seite dann ihn erwisch. Ach, komm schon. Und, ja. Es ist eigentlich nie schlecht, wenn man dann ab und zu die Pumpgun mit dabei hat. Kommt auf einen klar immer selber an, welchen Spielstil man hat. Kann auch mit MP oder so dann rumlaufen und sich dann dort die Gegner holen. Aber, oh, das sind jetzt sogar zwei, ja, genau. Und ja, bei Herrschaft finde ich die Map eigentlich am besten, weil da, ja, da finde ich, schöpft sie ihr volles Potenzial aus, aber ja, hier bei Abschluss bestätigt geht es eigentlich auch. Ja, das soll es dann gewesen sein und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich finde die Map grandios, die kann man jetzt auch im Spiel spielen und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Viel Spaß weiterhin im Cold War, im Multiplayer und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.